Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer Blender-Tutorial-Reihe. Diesmal geht es um die Details. Hier sehen wir den fertigen sowie den aktuell bestehenden Charakter aus unserem Tutorial Teil 6. Wir sehen, dass die Ohren noch nicht die vollendete Form haben. Auch das Gesicht wird nochmal komplett überarbeitet. Danach werden wir uns den Fingern widmen, die Fingernägel sowie ein bisschen an der Hand nachmodellieren. Und so beginnen wir damit. Als erstes müssen wir unseren 3D-Cursor ins Zentrum bringen. Dafür drücken wir Shift-C. Wenn er unten ist, können wir ihn rechts oben einfach durch das Ziehen der Leiste ein Stück nach oben setzen, bis er am Kopf ist. Wir möchten hier unseren Origin setzen, also machen wir Rechtsklick, Set Origin to 3D-Cursor. Unser Origin ist gleichzeitig unser Pivot-Point für die Kamera und das ist optimal, wenn wir beim Sculpt nur noch den Kopf sehen. Jetzt müssen wir gucken, dass natürlich alle Transformations applied sind und danach können wir auch schon beginnen. Wir markieren im Mesh-Modus ausschließlich unseren Kopf, Steuerung I, um die Selektion zu invertieren, danach H drücken, um das Mesh auszublenden, dann ist es auch im Sculpt-Modus ausgeblendet. Im Sculpt-Modus wieder den Transparency-Mode ausschalten und wir sehen, dass das Gesicht stark verzogen ist. Das liegt an unserer Focal Lens. Dazu gehen wir auf View, setzen die Focal Lens auf 200. Ihr könnt natürlich variieren. Und dadurch sollte sich in der 3D-Ansicht der Kopf nicht allzu sehr verformen. Mit DynTopo werden wir arbeiten. Das ermöglicht uns, nicht die gesamte Geometrie zu verändern, sondern ausschließlich die, die wir gerade anfassen. Wir müssen ganz wichtig Constant Detail anwählen, damit er nicht aufgrund unseres Abstands der Kamera einen anderen Detailgrad wählt. Probiert ein bisschen rum. Ich habe mit der Pipette gewählt, welcher Wert am geschicktesten war oder am aktuellsten gesetzt war und dann einfach den Wert circa verdoppelt. Schaut, dass euer Mesh nicht zu fein wird. Ihr müsst darauf achten, bei so einem großen Charakter, bei vielen Änderungen mit DynTopo, nicht an die Grenze eures PCs oder an die Grenze des 3D-Viewports zu kommen. Alle Tools, die ich zur Verarbeitung jetzt nutze, sind links in der Leiste gut einsichtlich. Meistens ist auch noch links unten die gedrückte Taste sichtbar. Ich werde eigentlich ausschließlich mit dem Draw Brush, dem Grease Pencil, dem Scrape Brush und dem Smoothing arbeiten. Das Smooth kann in jedem gewählten Pinsel durch das Drücken der Shift-Taste und das Halten der Shift-Taste aktiviert werden. Beim DynTopo ist es so, dass eine bestehende Topologie erst dann erweitert wird um den Detailgrad, wenn ein Pinsel verwendet wird, der die Geometrie an sich auch verändert. Das bedeutet zum Beispiel, alle, die blau sind, links oben. Ein Grab Brush wird die Geometrie an sich nicht verändern und auch ein Smooth Brush wird nicht automatisch neue Geometrie hinzufügen. Das heißt, erstmal mit dem Draw Brush sanft über das Mesh gehen, so wie ich es hier mache. Dadurch addiert ihr bereits die zusätzliche Topologie. Und wenn ihr dann Smooth wählt, wird er die neuen Polygone glätten. Wir versuchen vor allem gerade Linien zu zeichnen. Das ist eben besonders schwierig. Da kann euch manchmal der Scrape Brush helfen, dass das Ganze nochmal in eine gute Form bringt. Ansonsten nehmt den Grab Brush und zieht das Ganze wieder in eine schöne Form. Das Ohr ist eins der schwierigsten Elemente neben den Augen und den Lippen. Nehmt euch daher Zeit. Viele Teile dieses Tutorials sind auch schneller gespult, weil ihr ansonsten wirklich lange da sitzt und euch das anschauen müsst. Mit dem Crease Pencil könnt ihr kleinere Spalten und kleinere Falten noch ein bisschen enger ziehen. Und in dem Falle mit dem Draw Brush immer wieder auftragen und dann mit Smooth wieder glätten. Gerade beim Ohr empfiehlt es sich, eine Referenz bei der Hand zu haben, denn die Ohrwindungen sind relativ gleich bei jedem Menschen und auch wenn man nicht genau weiß, was falsch ist, man sieht doch irgendwie unterbewusst, wenn ein Ohr falsch modelliert ist. Bei mir sind übrigens auch einige Fehler drin. Ich werde über größere Teile des Tutorials auch einfach schweigen. Ich empfehle euch nebenzu einfach Musik zu hören. Bevor ich euch irgendeine copyrightfreie Musik reinlege ins Tutorial, die ihr dann ertragen müsst, während den Stunden, an denen ihr versucht, das Ganze nachzumodellieren, habe ich mich für Stille entschieden.
Ihr könnt das Ganze auch in einer höheren Geschwindigkeit anschauen und ansonsten einfach Timestamps in die Kommentare schreiben für Momente, die euch besonders wichtig erscheinen. Hier verwende ich eine recht interessante Technik mit dem Drawbrush, grob Material auftragen und mit dem Scrapebrush wieder flach machen. Damit modelliert ihr ganz harte Kanten, gut für den Kiefer, gut für die Wangenknochen, um erstmal eine grobe neue Form zu gestalten. Da mein Charakter um einiges maskuliner und muskelbepackter ist als initial gedacht, werde ich das Gesicht auch entsprechend verhärmt und dementsprechend maskulin gestalten. Dazu musste ich natürlich einiges noch an Kiefermuskulatur und an Hohlwangigkeit hinzufügen. Der Körperfettanteil sollte natürlich im Gesicht widerspiegeln, wie er im Körper zu sehen ist. Größere Abweichungen fallen dem Betrachter leicht auf. Mit dem Smooth Brush lässt sich das Ganze wieder glätten. Falls bei euch diese Technik nicht gut funktioniert, dann könnte es daran liegen, dass euer Dantopo aktuell einen zu hohen Detailgrad produziert. Umso höher der Detailgrad eures Meshs, umso schwieriger ist es, großflächig Änderungen im Nachhinein am Mesh zu machen mit dem Pinsel. Also wenn sich nahezu gar nichts mehr tut, wenn ihr mit dem Pinsel über eine Stelle geht, dann habt ihr dort einfach zu viel Mesh. Eine gute Lösung dafür ist eine weitere Bearbeitung mit einem Constant Detail Dein Topo Brush mit einer geringeren Auflösung. Wenn ihr also den Detailgrad wieder nach unten stellt und nochmal über diese Stelle arbeitet, dann fügt ihr wieder gröbere Topologie hinzu. Damit könnt ihr einige Fehler wieder gut machen. Die Augenhöhlen eignen sich ganz gut als Orientierungspunkt, wenn man sie ein bisschen ausfährt und ein bisschen nachzieht. Mit einem negativen Drawbrush, Steuerung-Taste halten für negative Brushes. Und auch die Mundwinkel sind ein guter Anhaltspunkt. Um mit den Lippen zu starten, fange ich ganz gern mit einem Drawbrush an. Und zwar im negativen, also Steuerung-Taste gedrückt halten und erstmal die Vertiefung zeichnen. Ist auch viel leichter wieder zu glätten, falls man doch komplett falsch lag. Immer wieder nach jedem Schritt, der etwas größer ist, nachsehen, ob es auch aus der Entfernung noch funktioniert. Münder werden sehr, sehr gerne zu klein gemalt, sehr, sehr selten zu groß. Achte darauf, dass der Mund nicht zu klein ist. Wenn er ungefähr so ist wie beim Anfang der Tutorial-Reihe von mir, dann ist er definitiv zu klein. Das war ein Anhaltspunkt, wo er ungefähr hin soll. Und ich tendiere auch dazu, Münder einfach zu klein zu malen. Bei den Lippen versuchen wir einfach mit dem Scrape Brush glatte Formen wieder hinzusetzen. Denn wenn wir uns das mal genau anschauen, die Wölbung der Lippen innen, die ist überhaupt nicht so groß, wie man vielleicht denkt, und die sind auch gar nicht so rund, wie man eigentlich glaubt. Es gibt unglaublich verschiedene Lippenformen. Versucht, mit einer Referenz zu arbeiten. Ich habe das Ganze jetzt freihand gemacht, was teilweise ein Fehler war. Es hat mich somit mehr Zeit gekostet, zu schauen, ob mir der Charakter in Ganzen so gefällt, denn meistens sehen Gesichter ja recht stimmig aus. Ihr könnt euch das Ganze natürlich ersparen. Hier sieht man zum Beispiel den Scrape Brush, wie er die Lippen wieder in diese 45 Grad Winkel packt und insgesamt 90 Grad Winkel zur Oberfläche der Oberlippe bringt. Die Vertiefung unter der Nase sowie diese herzförmige Spitze der Oberlippe ist sehr, sehr wichtig. Eine flache Lippe vorne wird nicht gut aussehen. Ihr könnt dort ruhig ein bisschen übertreiben. Es braucht wirklich eine starke Übertreibung bei der Oberlippe, dass man dort sieht, dass es nicht ganz realistisch ist. Wohingegen eine sehr schmale Lippe oder eine sehr flache Lippe sehr viel schneller schlecht aussieht. Habt auch keine Angst vor dem Duckface. Das Ganze sieht während der Modellierung viel schlimmer aus, als es in Wahrheit ist. Wenn ihr merkt, dass eure Lippen stark nach vorne schauen,
Achtet auch darauf, dass ihr die Hohlräume zwischen dem oberen Lippenansatz und der Nase, die Haut dazwischen, dass ihr die auch wieder auffüllt, während ihr modelliert. Ihr habt ja vorher einen flachen Mund gehabt und er geht ein Stück nach vorne. Also füllt auch die Haut, die eure Vorderzähne, also die oberen Zähne, verdeckt, wieder auf. Nichts macht so viel Mimik wie die Augen und der Mund. Ihr werdet merken, dass schon eine kleinste Abweichung in einem Mundwinkel und eine kleine Falte unglaublich den Charakter eures Gesichtes verändern wird. Nehmt euch daher Zeit. Das hier ist, glaube ich, der 5. Versuch, dass es einigermaßen stimmig ist. Das dauert einfach. Also seid da nicht frustriert, wenn es überhaupt nicht so aussieht, wie ihr wollt. Einfach nochmal machen. So oft, bis es klappt. Bei den Augen erstmal übertreiben. Tränensäcke hinmachen, richtig groß, Augenlider stark nachmalen und den Wangenknochen, das Jochbein, stark nachzeichnen. Dann wieder glätten und gucken, wie es ausschaut. Ansonsten nochmal rückgängig mit dem Grab Brush wieder zurücksetzen und nochmal. Ihr werdet merken, wie unterschiedlich die verschiedenen Blicke eures Charakters sind, je nachdem, wo ihr Falten setzt, wo ihr verschiedene Abstände setzt, wie die Mandelform eurer Augen aussieht. Wenn es euch hilft, könnt ihr auch eine Regenbogenhaut und eine Pupille texturieren und somit ein bisschen spicken. Meistens hilft aber eine Referenz eher. Ihr könnt euch auch eine Referenz in den Vordergrund legen. Da habe ich ja einige Tutorials schon dazu, wie ihr das in Blender hinbekommt. Das funktioniert nämlich auch im Sculpt-Modus. Achtet auch darauf, dass die Augenlider nicht zu weit vom Auge entfernt sind. Dass das Ganze ungefähr ein Millimeter oder zwei ist und nicht viel länger. Lasst auch Platz für die Tränendrüse und das obere Lid überlappt das untere Lid. Das ist ganz wichtig. Es muss nicht viel sein, aber ein bisschen muss es. Und unter dem Auge habt ihr sehr viel mehr Lid als über dem Auge. Also das obere Augenlid ist sehr viel kürzer als das untere und wird meistens sogar stark eingerollt unter der Augenbraue. Mit dem Scrape Brush könnt ihr auch die Oberseite und die Unterseite des Lides nochmal flach machen. Gerade bei etwas gröberer Topologie sieht es dann meist etwas abgehakt aus und generell einfach schrecklich, wenn man es von etwas weiter weg betrachtet. Bei den Fingern starten wir als allererstes mit dem Dyntopo. Wir setzen ihn an, schauen, dass wir mit dem Drawbrush erstmal die Umrandung des Nagels machen, dann den Nagel einmal mit dem Drawbrush ansetzen und überall erstmal Topologie hinzufügen. Wir beginnen erstmal mit dem Fingernagel. Die Knöchel, die bekommt ihr mit Sicherheit alleine hin. Ihr habt alle eure Referenzmaterialien zur Hand. Schlechter Scherz. Wichtig ist einfach nur, dass ihr mit dem Grease Pencil sehr, sehr vorsichtig seid, wenn ihr die Vertiefung zwischen Nagel und Nagelbett setzt. Das Ganze geht nicht so tief nach innen, ihr müsst eher Material auftragen um den Nagel herum. Ansonsten werden eure Nägel zu flach. Achtet auch darauf, dass der Nagel vorne ein kleines Stück über dem Finger hinausschaut und nicht zu knapp abgeschnitten ist. Also vorne mit dem Grease Pencil erst recht aufpassen. Ihr glättet den Nagel am besten mit dem Scrape Brush. Das ist die absolut beste Methode, ohne dass er zu viel Form verliert. Und mit dem Grab Brush könnt ihr euer Nagelbett nochmal in eine richtig runde Form setzen, sodass er wieder symmetrisch ist. Das ist die Stelle, die besonders kritisch ist. Hier vorsichtig sein, kleinere Änderungen ergeben dann ein völlig anderes Bild. Übertreibt es auch nicht mit dem Detailgrad. Das meiste wird später die Textur hergeben. Ihr braucht nur eine gute Grundlage für eure Normal Map. Achtet auch an dieser Stelle wieder drauf, dass euer Symmetry aktiviert ist, damit ihr das nicht an den Händen nochmal machen müsst.
Versucht auch den unteren Bereich und den Rest, die restliche Fingerkuppe mit zusätzlicher Topologie zu versorgen. Und achtet wie immer auf die Symmetrie beim Fingernagel. Da unsere Hand schon ein bisschen eingewölbt ist, werden die Finger nicht alle flach nach oben zeigen. Also betrachtet jeden Finger für sich und geht nicht in die Top-Down-Ansicht und versucht dort alle nach oben zeigen zu lassen. Die Finger an sich sind ja auch leicht gedreht. Jeder Nagel an sich ist genau gleich zu modellieren, egal ob Daumen, Nagel oder Zeigefingernagel. Von daher zeige ich euch jetzt die zwei im Detail und danach sind wir auch schon fertig. Da ich zwischendrin einmal oder zwei, dreimal besser gesagt einen Blenderabsturz hatte und meine Dateien nicht gesichert waren, habt ihr vielleicht im Tutorial gemerkt, ist einmal das Ohr schon modelliert, einmal ist es noch nicht modelliert. Nicht verwirren lassen. Nun haben wir alle Details angepasst. Unser Charakter ist jetzt so, wie wir ihn fertig haben wollen. Nach dem Schritt werden wir im nächsten Tutorial alle Sculpting-Details auf eine Textur backen. Das bedeutet, unser Sculpt wird nicht mehr angefasst. Keine Änderungen mehr. Nach dem Bake ist unser Sculpt ebenfalls nicht mehr zu verwenden. Wir brauchen ihn danach nicht mehr. Beachtet also, dass ihr euch hier besonders viel Zeit lasst. Wenn ihr noch Fehler findet, behebt sie. Im nächsten Schritt geht es weiter mit dem Retopology.